spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Unberührt aus. Ein nützlicher Schatz. Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, wenn du das Herz angreifst. Ist das eine Art Grabmal? Ich glaube ja. Ein Denkmal, das an gefallene Jäger erinnern soll. An alle gefallenen Jäger. Das nicht schon immer.
sieh nur. Ich weiß. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Jahrelange Übung. Vielleicht gibt es einen Schlüssel.
Wenn die Karte korrekt ist, muss der Schatz hier irgendwo versteckt sein. Ich bin mir sicher, dass der Schatz hier irgendwo ist. Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Yeah.
bin wieder an deiner Seite. Ein Schwarm Schelm. Zwing sie mit den richtigen Worten der Macht dazu, sich zu zeigen. Nun tretet aus dem Schatten hervor. Ich bin bereit. Haben wir ein paar übersehen? Kommen noch mehr! Wachsam bleiben, Red. Weich aus. Auf, wo du hintrittst. Wachsam bleiben, Red. Du willst es mir also schwer machen? Ich bin bereit.
Ich beschwöre euch jetzt! Fügt euch und zeigt euch! Ich kann nicht. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Lauf, Fred!
für den Einsatz. Gib Acht! Ich kann dir helfen. Ist das Joshua? Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Wachsam bleiben, Red. Lass mich dir helfen. Sein Geist ist verblichen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Vielleicht finden wir seinen Schemen am Denkmal. Hat er gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt? Wir sollten zu Joshuas Grab aufbrechen, dem ein Ende setzen. Endlich kann ich davongleiten. In Frieden.
tut mir leid. Der Dämon ist fort. Mein Gemahl ebenfalls. Endlich. Wenn die Karte korrekt ist, muss der Schatz hier irgendwo versteckt sein.
Der Schatz muss in der Nähe versteckt sein. Was versteckt sich? Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner.
blöden, stinkenden Wölfe! Sieh zu, dass dich niemand erschießt. Noch nicht vorbei. Was finde da? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Zurück. Wir sind hier noch nicht fertig. Genug! Es wird ernst. Verstärkung! Bewegung, Red! Ich bin besser als du. Hast du gehört? Ei, ich bin der König der Muskete, der Schatten im Wald. Wie stehen die Dinge? Flora Abbott? Wer ist das? Die kleine Schlampe des Captains. Hat ihr sogar eine Muskete geschenkt. Ist abgehauen, wohl dabei abgekratzt und lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Wieso euch? Was weiß ich, wie die ticken. Die sind von Natur aus hinterlistig. Das wisst ihr doch. Sie wollte mich umbringen. In meiner eigenen Höhle. Das ist Beweis genug. Die Sklaverei ist ein Geschenk für die. Verzeihung? Bleib ruhig. Wir müssen uns um einen Geist kümmern. Dem kleinen Drecksack können wir später noch Manieren beibringen. Vielleicht kann ich helfen. Mit Geistern kenne ich mich aus. Ihr habt eine Höhle erwähnt. Eure? Ja, ich habe sie als Jagdhütte genutzt. Zumindest bis Abbott dort aufkreuzte. Oder ihr Geist jedenfalls. Sie griff mich an. Ich rannte um mein Leben, musste alles zurücklassen. Seid doch so nett und holt mir meine Sachen, hm? Ich werde darüber nachdenken. Um was für Sachen handelt es sich denn? Ein Notizheft, ein paar Wolfsfallen. Für euch kaum von Wert, für mich etwas wertvoller. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Mal sehen, was wir in Teddys Höhle alles erfahren werden. Ich mache mich wieder auf den Weg. Gebt auf euch acht, Kumpel. Haltet euch da raus.
Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Gehört mir. Wer ist da? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Flora Abbott? Seid ihr das? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Warum habt ihr ihn gerettet? Ausgerechnet ihn! Ihr seid Fräulein Abbott, richtig? Ich bin Red McGrath, Flora. Das hier ist Antea Duarte. Wir sind Verbanner und wir sind keine Freunde von Theodore Shepard. Ihr, die Verbannerin. Wir haben von euch gehört. Als ihr hier eintraft, ich traute meinen Ohren kaum. Jemand wie ich, gekommen, um uns zu retten. Wie sie alle gespottet haben. Ich hatte Hoffnung. Solche Hoffnung. Aber ihr habt uns nicht gerettet, oder? Ihr habt nur diesen Bastard Shepard gerettet. Ihr werdet mich nicht verbannen. Nicht ehe ich mit ihm fertig bin. Hört ihr mich? Keine Sekunde früher. Wir sind keine Feinde, Flora. Ihr könnt uns vertrauen. Kann ich das? Ihr habt das Leben eines Mannes gerettet, der nur Hass für euch übrig hat. Ich bin beim Kampf gegen den Fluch gestorben. Ich bin gestorben, um euch zu retten. Euch alle. Und ich kämpfe noch immer. Und was nützt mir das jetzt? Fluch oder nicht? Shepard hat nur darauf gelauert, nach meiner Kehle zu schnappen. Ihr wart als Jägerin in Fort Jericho tätig. Aber warum seid ihr überhaupt nach New Eden gekommen? Mir gehört Land hier. Ich bin schon lange keine Außenseiterin mehr. Irgendwo muss man schließlich leben. Fühlt ihr euch wohl? Seit ich in jungen Jahren meine Heimat verließ, habe ich mich nirgends mehr niedergelassen. Man sollte es sich nirgends zu gemütlich machen. Ich bin in New England geboren, auf einer Farm nahe Boston. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich nach New Eden und erwarb ein Stück Land. Nur ein kleines Grundstück am Rande des Waldes. Pennington kam ab und zu vorbei. Wir gingen gemeinsam jagen. Als wir von hier flohen, folgte ich ihm. Schloss mich der Miliz an. Ich wurde ein Teil von New Eden. Dann starb der Captain. Und ich war kein Teil mehr. Warum seid ihr hinter Shepard her? Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich gewähre ihm einen schnellen Tod, denn ich kann besser jagen als er. Ich war besser und das wusste er. Das konnte er nicht abhaben. Und dass ich das Vertrauen des Captains hatte, auch nicht. Ich, die Dunkelhäutige. Das schwächste Geschlecht, die falscheste Hautfarbe, der Sündenbock für jeden Fehler. Gehasst für jeden Erfolg. Hat er euch angegriffen? Er hat auf den Boden gespuckt, mir die kalte Schulter gezeigt, mich jeden Tag angegiftet, mich auch manchmal bei anderen schlecht gemacht. So war er. Er wollte mich von sich fernhalten, also hat er mich aus der Ferne erschossen. Am alten Wachturm, östlich von hier. Shepard hat mich noch ein letztes Mal verfolgt, bevor er mich erschossen und umgebracht hat. Tut mir leid. Eine grässliche Schandtat nach der anderen. Der Bastard hat meine Waffe gestohlen.
Sie ist in seiner Höhle. Ich will sie zurück. In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? Ja. Und? Nein. Kein Problem. Bis es ein Problem gibt, natürlich. Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Ich vertraue euch. Hoffentlich ist es kein Fehler. Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Schon mal erwähnt, wie gut wir zusammen sind? Hast du, aber ich höre es immer wieder gern.
Ein seltsames Ding. An einem seltsamen Ort. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, noch nie. Ja, irgendwas ist hier. Dämonen haben sich hier gesammelt. Warum befiehlst du ihnen nicht, sich zu zeigen? Doritos Karl. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Noch einer. Kopf runter. Weich auf, wenn du kannst. Beweg dich, Red. Das ist für dich.
mit dir! Wenn wir nur Kinder wären. Schon wieder ein Fluch. Ich euch um Hilfe bitten. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Ja,
Hier muss der Schatz verborgen sein. Ich bin blind in diesem Nebel. Ich kann was erkennen. Da hängt was am Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. In der Nähe sein. Thank you.
Ende da. Verstärkung! Wölfe, verwesen in den Fallen. Wer immer sie aufgestellt hat, ist nie zurückgekommen. Nachdem sie ihren Captain und einzigen Verbündeten verloren hatte, verließ sie das Fort. War sie denn sicherer da draußen in der Wildnis? Monster, wohin man blickt. Immerhin konnte sie sich entscheiden, mit welchem Monster sie es aufnehmen wollte. Theodore Shepherds beschauliches, trautes Heim. Das muss Floras Muskete sein. Sie sehen echt aufgeregt aus. Ach,
für dich! Meister Teds geheimer kleiner Schlachtplatz, hm? Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Das mit dem Rauchen habe ich nie verstanden. Soll angeblich sehr gut für die Gesundheit sein. Das Notizbuch, das Shepard wollte. So ein reizender Mann. Reizend ist ein Ausdruck. Mir fallen da ganz andere ein. Shepard ist erbärmlich, zornig und widerwärtig. Und er ist ein schlechter Verlierer. Hart, aber wahr. Haben wir denn hier? Einschusslöcher? Ein Duell?
Hier, ich habe was gefunden. Hier war eine Muskete. Man sieht noch den Abdruck. Ich glaube, wir haben diese Waffe bereits gefunden. Der Schleier der Schatten sei gelüftet. Sie zur Strecke gebracht wie ein wildes Tier. Ich weiß, sollte uns egal sein, aber... Flora wollte ihre Freiheit haben. Shepard hat sie ihr genommen. Sie war eine erstklassige Jägerin, aber Shepard sah sie nur als Beute. Sieht mottenzerfressen aus. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Der Turm muss schon Jahre vor dem Fluch aufgegeben worden sein. Das Schloss, gewaltsames Eindringen. Hier ist ein Echo. Imarada Sentus. Was machst du in meinem Haus? Echtes Drecksloch hast du hier, Abbott. Passt zu dir. Genug. Du wolltest, dass ich verschwinde, und ich bin gegangen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Was zum Lesen für dich, falls du überhaupt lesen kannst. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Überbringer. Sie hat ihr Gewehr untergenommen. Wieso? Sie war vorsichtig. Gab Shepard keinen Grund abzudrücken. Ziemlich riskant. Sie ist tough. Ich frage mich, was in dem Brief stand. Zimmer mit Aussicht. Was will man denn noch mehr? Hier hat Shepard auf seine Beute gewartet. Es war ein Hinterhalt. Lange geplant.
keine Spur von ihrem Leichnam. Vielleicht hat ihn jemand in den Fluss geworfen. Könnte meilenweit flussabwärts getrieben sein. Ich spüre das Fragment einer Geisterstimme. Was zum? Das Schießpulver ist feucht. Abbott, du faule, heidnische Hure! Der Schnee ist schuld daran. Du jaulst wie ein feiger, zahnloser Köter, Shepard. Der Captain wird nicht immer da sein, um dir den Arsch zu retten. Ich krieg dich noch. Dann schieß lieber nicht daneben, kleines Hündchen. Weil ich schneller bin als du. Und die Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen. Das Pulver war nur ein Vorwand, eine Ausrede, um sie zu misshandeln. Später wird er behaupten, es würde ihm aufrichtig leid tun. Man gewöhnt sich daran. Hart. Sie wollte nur ein besseres Leben haben. Wie jeder Mensch. Ich wurde mal von einem spanischen Sklaventreiber angeheuert. Natürlich wurde er heimgesucht. Sein Zustand war übel. Als ich dort aufschlug und er mein Gesicht sah, meine Hautfarbe, ist er ausgerastet. Wollte lieber weiter heimgesucht werden. Hast du ihn den Geistern überlassen? Naja, er hat meine Hilfe abgelehnt. Und dann? Er hat seine Lakaien auf mich gehetzt. Hat behauptet, ich hätte die Geister gerufen. Ich habe mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Das hätte mich beinahe das Leben gekostet. Flora Abbott hat dem ganzen Mist hier den Rücken gekehrt. Hat sich nicht mehr darum geschert. Dafür musste sie bezahlen. Shepard gefiel das sicher nicht. Er konnte Helen Priest nicht gegen Flora aufbringen. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Zumindest wollte Helen Priest es wieder gut machen und hat sie gebeten, zurückzukommen. Auch das wird Shepard nicht gefallen haben.
wehren. Diese Überreste verlangen nach einem Ritual und jeder Menge Vorsicht. Tretet hervor! Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Mach dich rar! Schieß auf das Licht. Bereit für den Einsatz. Pisst euch!
Du gehörst mir, jaulende Töle. Braucht ihr etwas? Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Ich vertraue euch. Hoffentlich ist es kein Fehler. Eine wirklich sehr hübsche Sammlung. Wahrscheinlich kamen Jäger aus der ganzen Welt hierher, bevor der Fluch über New Eden hereinbrach. Komm her und schau dir das an. Wie stehen die Dinge? Ich habe euch euer Notizheft mitgebracht und eure Fallen. Sehr schön. Gebt sie her. Sicher, wieso auch nicht? Gute Arbeit, Kumpel. Und das ist kein Witz. Und ich habe Neuigkeiten. Flora Abbott ist tot. Das ist ein guter Witz. Kumpel, Flora Abbott geht mir am Arsch vorbei. Das sollte sie lieber nicht. Ihr Geist sucht euch immerhin heim. Wollt ihr auch wissen, weshalb? Ich weiß genau, weshalb. Sie hat mich gehasst. Ich habe mich von ihrem Rumstolzieren nicht blenden lassen. Mich nicht wie Pennington täuschen lassen. Sicher, dass ihr es nicht wissen wollt? Seid ihr nicht auch nur ein klitzekleines bisschen neugierig? Wollt ihr nicht wissen, wie sie gestorben ist? Nicht wirklich. Vielleicht von einem Tier angefallen? Wisst ihr was? Sie wurde tatsächlich von einem Tier angefallen. Sehr mysteriös. Denn sie kannte sich in der Wildnis und mit ihrer Muskete bestens aus. So gut war sie gar nicht. Sie hatte Dusel. Aber irgendwann lässt er einen im Stich. Dann holt dich das Leben ein. Helen Priest schätzte sie ebenfalls. Das wisst ihr natürlich. Sie wollte, dass Flora zurückkehrt. Das hat euch aufgeregt. Das ist doch ein Haufen stinkender Pferdemist. Die hat doch keiner vermisst. Ach ja? Seltsam. Ich habe einen Brief von Helen Priest gefunden, in dem sie Flora bittet, zurückzukommen. Und ihr habt ihn überbracht. So, das wisst ihr also. Na und? Ja, ich habe ihr den Brief gegeben. Priest wollte sie zurück. Aber Abbott kam nicht. Ende der Geschichte. Sie floh aus dem Fort, um euch nie wiedersehen zu müssen. Sie hätte euch töten können, aber sie hat sich dagegen entschieden. Das solltet ihr wissen. Das war nur, weil sie wusste, dass sie verlieren würde. Sie konnte besser schießen als ihr und sie war schneller. Sie kannte das Gelände und wusste, wohin ihr gehen würdet. Sie hätte sich auf die Lauer legen können, auf euch warten, um euch dann zu erschießen. Wissend, dass ihr auf der Jagd dort vorbeikommen würdet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, Kumpel? Nein. Sollte es? Lasst die Spielchen. Ihr habt Flora Abbott getötet. Ich hatte nichts damit zu tun und ihr könnt nichts beweisen.
Ich muss gar nichts beweisen. Ich weiß es. Das ist genug. Und was, wenn ich es war? Tiere zu töten ist mein Beruf. Und ihr könnt nichts dagegen tun, Kumpel. Ich bin Engländer. Wie er leibt und lebt. Was wollt ihr tun? Mich verbannen? Ihr redet wirklich furchtbar viel Mist, Shepard. Es wird Zeit, dass man euch mit der Wahrheit konfrontiert. Theodore Shepard, der Geist eures Opfers sucht euch heim. Die Wahrheit ist, dass ihr ein abscheulicher Tyrann seid. Was weiß ein Schotte denn schon übers Menschsein? Macht es mir wirklich einfach, Shepard. Diese Heimsuchung ist gleich vorbei. Verbanner beschützen die Lebenden vor den Toten. Das stimmt. Aber manchmal richten wir dabei auch die Lebenden. Glückwunsch. Selten sah ich jemanden, der mehr verdiente, gerichtet zu werden als ihr. Moment! Nein! Wartet! Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei der blöden Hure. Ich bin ein guter Mensch. Es war ein Fehler. Nur ein dummer Fehler. Ja, es war ein Fehler. Erlaubt mir, euch mit den Konsequenzen zu konfrontieren. Ich sehe die Grube. Aber wo ist der Schwefel? Oh, verdammt. Was ist los? Wiedergängerwölfe. Sie kehren immer wieder zurück. Wir sollten die Quelle suchen und den Spuk beenden. Ihr Fell hat eine seltsame Färbung. Ja, wie Rost. Sind sie alle durch die Eisenminen umgekommen? Lass uns deinem Bauchgefühl nachgehen. Mal sehen, wohin es uns führt. Willst du darüber reden? Sie rannte weg. Doch was hätte das geändert? Man kann weder seiner eigenen Natur noch Männern wie Teddy Shepard entkommen. Christen, Engländer, mittelmäßige, hasserfüllte Männer, die die Welt für sich beanspruchen.
Bereust du etwas? Hätten wir uns anders entscheiden sollen? Vier der Shepherds gibt es wie Sand am Meer. Wie viele Floras müssen noch sterben? Diese Wölfe sind lebendig. Vorerst jedenfalls. Die Quelle ist nicht hier. Die Wolfshöhle. Sie sind entweder alle schon tot oder kurz davor. Bitte Verstärkung! Jäger? Falls ja, wussten sie nicht, dass die Schemen die toten Wölfe wiederbeleben würden. Was ist hier? Im Verborgenen. Die Siedler sind in Sicherheit. Vorerst. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Thank you.
Das ist für dich. Schieß auf das Licht. Lösch das Licht. Bereit für den Einsatz. Es ist noch nicht vorbei. Sie kriegen Verstärkung. Es ist verdammt dunkel hier. Da wären wir also. Jetzt lass uns das Symbol finden. Jemand war vor uns hier. Scheint, als hätte Helen Mrs. Ingersolls Warenversteck gefunden. Öl, Zucker, Salz.
Sind das nicht die Waren, die Nathaniel Sather gestohlen wurden? Ja, in der Tat. Noch mehr Freunde mit. Mach dich rar. Ein Kassenbuch von Ingersolls Laden. Selbes Datum, aber die Beträge sind viel höher. Zwei verschiedene Geschäftsbücher. Eines davon weggesperrt in einer Truhe. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Sie hat ihre eigenen Waren geklaut und sie in den Minen versteckt. Dann hat sie das Geschäftsbuch versteckt, das ihre Lüge auffliegen lassen würde. Warum sollte sie das tun? Der Laden und Nathaniel sind alles, was ihr noch geblieben ist. Sie will sie nicht verlieren. Und Nathaniel kann nicht ohne sein Geld nach Boston aufbrechen. Nathaniel hat sein Versprechen gebrochen und zeigt keine Reue. Er war pleite, also hat er Mrs. Ingersoll für ein Commission von Helen Preece aufgegeben. Wir sollten zu ihm zurückkehren.
Mrs. Ingersoll? Seid ihr das? Ich glaube schon, Mr. McGrath. Ich glaube schon. Mistress Duarte, Grundgütiger, ihr seid ja ebenfalls ein Geist. Wie ist denn das passiert? Ich wollte euch gerade dieselbe Frage stellen. Was macht ihr hier? Ihr wart in meinem Laden, dann seid ihr sicher auch Nathaniel begegnet. Würdet ihr ihm etwas von mir ausrichten? Sagt ihm, dass er bleiben muss. Er hat sein Wort gegeben und er muss es halten. Ihr sucht also Nathaniel heim. Aber er hat uns erzählt, ihr hättet eure eigene Geldkassette gestohlen. Wieso? Priest hat meine Waren beschlagnahmt. Mir blieb nur noch das Geld. Ich dachte, ich könnte woanders neu anfangen. In Boston, wo alles begann. Ihr hattet das anders geplant, vermute ich. Ich bin noch nicht fertig. Ihr werdet schon sehen. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, wenn es euch nichts ausmacht. In welcher Beziehung steht ihr zu Nathaniel? Woher kennt ihr euch? Eines Tages kam ein Waisenjunge in den Laden in Boston, wollte das Handwerk lernen, wollte Hüte verkaufen. Jeder braucht schließlich Hüte, sagte er. Wir stellten ihn ein. Seitdem ist er bei uns. Er ist mein Marktschreier, mein Verkäufer. Er ist dazu geboren. Und schreiben kann er auch gut. Ihr solltet mal die Briefe lesen, die er an seinen Freund Thomas in Boston schreibt. Erzählt mir mehr über Thomas. Er und Nathaniel stehen sich sehr nah. Nettie schreibt ihm mindestens einmal im Monat. Wart ihr je verheiratet, Mistress Duarte? Es gab eine Zeit, da hätte ich euch verurteilt, wärt ihr es nicht gewesen. Jetzt weiß ich es besser. Liebe ist Liebe, egal in welcher Form. Nettie liebt Thomas, so wie jedermann seine Frau lieben würde. Vielleicht sogar noch mehr. Was haltet ihr davon? Da widerspreche ich nicht. Aber manchmal erfordert Liebe auch schreckliche Opfer. Woher stammt ihr? Ursprünglich aus Boston. Aber jetzt eben New Eden. Und ihr? Ich wurde auf Kuba geboren. Aber jetzt lebe ich überall und nirgends. Habt ihr euren Gatten in Boston kennengelernt? Ja. Ich besuchte eines Tages seinen Laden und da sah ich ihn. Und ihr? Habt ihr Mr. McGrath auf Kuba kennengelernt? Um Himmels Willen, nein. Wir haben uns in London kennengelernt, durch die Arbeit. Ja, das kommt vor, habe ich mir sagen lassen. Wir haben versteckte Waren gefunden. Öl, Zucker, ein paar Löffel. Vermutlich gestohlen. Gehören sie euch? Ich denke schon. Oder sie gehörten mir mal. Helen Priest hat Anspruch auf sie erhoben, im Namen der Kompanie. Und woher weiß Helen Priest das alles? Weil Nathaniel es ihr gesagt hat. Er hat mich hintergangen, mir das Herz gebrochen. Um nach Boston zurückzukehren und dort ein gemütliches Leben zu haben, tritt er unser Vermächtnis mit Füßen. Er hat uns betrogen. Ich wusste, was er im Schilde führte. Deshalb bin ich weg und bin deswegen gestorben. Wir müssen weiter, aber wir werden uns wiedersehen. Eins davon wäre besser als das andere, aber ich weiß noch nicht welches. Können wir uns unterhalten, Mr. Suther? Nichts wäre mir lieber. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir müssen über die Bücher der Witwe sprechen. Stehen ziemlich mager da. Ihr überrascht mich, mein Herr. Soll heißen, dass ihr das ganz und gar nicht tut. Wäre die Kasse prall gefüllt, ich wäre schon fast in Boston. Verschleudert ihr deshalb eure Waren? Alles muss raus, mein Herr. Ich schleppe den Krempel doch nicht zurück nach Boston. Außerdem kann ich mit dem Geld die Reise bezahlen. Bathsheba hat das Geld, das sie euch schuldig war, einbehalten. Und jetzt sitzt ihr hier fest. Und Boston ist nur noch eine blasse Erinnerung?
Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt versteht ihr, warum ich es so eilig habe. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe Bathshebas Leiche gefunden. Die Wölfe haben sie erwischt. Oh nein. Die arme Witwe Ingersoll. Ich hatte aufrichtig gehofft, sie hätte es bis nach Boston geschafft. Habt ihr das Geld gefunden? Ich habe etwas anderes gefunden. Einen Zettel. Ihr habt Priest gesteckt, wo genau sich die von Mrs. Ingersoll in den Minen versteckten Waren befinden. Ah. Nun, ich könnte euch mehrere Erklärungen dafür geben. Aber ihr seid sicher an keiner davon interessiert. Der nichts. Es war richtig. Ich folgte Bathsheba zu ihrem Versteck und erzählte dann Mrs. Priest, wo sie findet. Die Waren sind überlebensnotwendig. Sie zu verkaufen wäre falsch. Ihr habt eure Chefin angelogen. Hat sie es verdient? Wisst ihr, Bathsheba war nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Sie lebte in der Vergangenheit, während wir in der Gegenwart leben und die Zukunft in riesigen Schritten auf uns zurast. Sie ertrinkt in Trauer und ihre Freunde und Nachbarn müssen es ausbaden. Sie wollte die Waren nicht hergeben. Also habe ich die Entscheidung gefällt. In Ordnung. Die Zeit ist gekommen. Ich verstehe euch, Mr. Sather. Aber ich würde auch gern hören, was Bathsheba Ingersoll dazu zu sagen hat. Ihr nicht? Herr Allmächtiger, was ist das? Seid unbesorgt, Nathaniel. Das ist der Geist, der den Laden heimsucht. Bathsheba Ingersoll. Seid ihr zurück, um mir wieder einmal zu sagen, dass ihr mich nicht bezahlt? Dieses Geld ist das Vermächtnis meines Gatten und ich entscheide, was damit geschehen soll. Das Geld gehört mir. Ich habe es verdient. All die Jahre habe ich mein Versprechen gehalten. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt über die Bücher gelogen. Ihr habt mich betrogen. Ich, eine Betrügerin? Du hast meinem Gatten am Sterbebett versprochen, dass der Laden nicht untergeht. Du hast einem Sterbenden dein Wort gegeben und es dann gebrochen. Ich habe geschworen, euch während eurer Trauer zu unterstützen. Den Laden während dieser Zeit zu führen. Aber ihr habt überhaupt nicht getrauert. Stattdessen habt ihr all eure Kraft in das Geschäft gesteckt. Ihr könnt es nicht loslassen. Ihr könnt ihn nicht loslassen. Ich kann meine Zeit nicht weiter für euch opfern. Ich muss mein Leben leben. Euer toter Gatte muss das nicht mehr. Ihr müsst mich gehen lassen. Indem du sein Geschäft aufgibst, beerdigst du meinen Mann ein zweites Mal. Der Name Ingersoll wird wegen dir verschwinden. Zeit, das zu beenden. Nathaniel Sather, ihr habt einen sterbenden Mann betrogen. Den Mann, der euch alles gab. Das hat den zornigen Geist seiner Witwe zurückgerufen. Was ist das? Was macht ihr da? Jemand muss die Zeche zahlen. Warum also nicht ihr? Der Ladenjunge, habe die Rechnung des Verbanners beglichen. Ist das eine Schatzkarte? Es ist ziemlich verblichen, aber ich kann ein Wort erkennen. Fluch. Eine verfluchte Schatzkarte. Oder eine Karte zu einem verfluchten Schatz. Eine Karte, der wir natürlich folgen werden. Na, ich für meinen Teil liebe eine gute Schatzsuche.